Hallo, mein Name ist Nagel. Mein neuer Roman heißt Was kostet die Welt? Ohne Fragezeichen. Und wie der Titel ja schon so andeutet, spielt es an mehreren verschiedenen Orten, zum Beispiel in Berlin, in Jena, in New York, Albuquerque, La Fonda in Mexiko, in Tel Aviv, Tanger, in Barcelona, in Krakau, in Oslo und so weiter und so fort. Vor allem jedoch in Rheinland-Pfalz, in einem kleinen Weindorf an der Mosel. Der Held des Romans heißt Meise, oder vielleicht besser der Anti-Held des Romans. Und immer wenn Meise gefragt wird, ob er denn auch eine Meise hat, antwortet er sowas wie nö oder nicht, dass ich wüsste. Und stellt im Verlauf des Buches aber auch immer mehr fest, dass es so auch nicht stimmt. Also der hat einen ganz schönen Rucksack an Problemchen, die er da mit sich rumschleppt. Von so kleinen Neurosen wie Ekel vor 5-Euro-Scheinen oder Post-it-Zetteln bis hin zum Verdacht auf Dopaminmangel ist da so einiges dabei. Und damit wird er da halt konfrontiert. Es ist ein existenzialistisches Drama im Weißweinmilieu, eine wortreiche Abhandlung über Sprachlosigkeit. Es ist manchmal tragisch, oft aber auch komisch. Und ich glaube, viel mehr will ich gar nicht verraten. Das Buch erscheint Ende September im Heine Verlag und ich wünsche viel Spaß.